Hey, wir besitzen nun alle vier Elemente. Erschaffen wir doch das heilige Schwert. Da hast du recht, Ezele. Und damit willkommen zurück zu The... Oh, Legend of Zelda, The Minish Cap. Ich möchte gerne eine Fee einfangen. Beim letzten Mal hatten wir wirklich einen sehr harten Bosskampf. Also die Bosse in diesem Spiel sind wirklich nicht ohne. Beim Eispalast hatten wir Probleme. Hier hatten wir Probleme. Aber wir haben zumindest alles first tried. Das ist das Wichtige. Oh ja, und dass wir es geschafft haben. Und jetzt, wo wir fast alle Items im Spiel haben, oder sogar alle. Ich meine, was fehlt uns jetzt noch? Uns fehlt hier noch zwei Slots, vielleicht Flaschen. Uns fehlt hier unten noch irgendwas, keine Ahnung. Aber ansonsten haben wir wirklich jetzt einfach alles. Das Spiel kann nicht mehr lange dauern. Vor allem, weil wir jetzt das heilige Schwert machen, um Fati endlich den Chaos zu machen und Zelda zu retten von ihrer Steinigkeit. Eure Hoheit, eure Steinigkeit. So, holen wir die Ocarina raus. Schleichen uns wieder ins Schlosshof und versuchen, unser Schwert zu upgraden. Yeah, yeah, yeah. Ist hier irgendwas Neues? Geht irgendwas Neues hier ab? Ist hier hinten vielleicht... So, jetzt muss ich ja rennen, vielleicht nicht fliegen. Ist hinten vielleicht das Buch angekommen? Das Buch ist indeed angekommen. Band 5. Magnus-Schwertfiebe Band 5. Kampf der Elemente. Du bist vielleicht schon einem Monster begegnet, das Eisflüche verwendet. Dieser Gegner hat die lästige Eigenart, immer wieder aus dem Nichts aufzutauchen und zu attackieren und dann wieder zu verschwinden. Ja, die haben wir schon gesehen, die Zauberer. Richte doch einfach die Lampe auf ihn. Feuer gegen Eis. Oh. Hm. Was tun, Meister Magnus? Mäublins, halb Mensch, halb Schwein. Sie sind... Heißen sie nicht Piglins in meinem Kopf? Na egal. Sie sind große Gegner, die sich meist nahe dem Tuloria-Wald aufhalten. Kämpfe mit dem Schwert, edler Recke. Deine Mühe wird reich belohnt werden. Die 8 Wunder von Hyrule. 5. Talismane. Ohne dein Zutun verbessern sie deine Fähigkeiten. Wie wunderbar. So heißt es jedenfalls. Ist natürlich nur ein Gerücht. Aha. Gehabt dich wohl, Wetterleser. Bis zum nächsten Mal. Doch da war dieser ältere Herr mit grünen Hosen auf dem Hügel. Was? Hm? Wie bitte? Guten Tag. Kann ich bitte das nächste Buch kaufen? Für 200? Ich sammle nämlich Bücher, müssen Sie wissen. Dankeschön. Ist noch nicht da? Nö. Hm. Dann halt nicht. ja, wir könnten jetzt uns mal anschauen, was es denn jetzt für ein neues Minispiel hier gibt. Hallo? Oh, ein Kunde! Glücksspiel. Ja, ich kann es nicht empfehlen, aber ich habe noch mehr Videos noch mehr. Wo Level 1 schon ruinös ist, gibt es jetzt auch noch ein Level 2. Auf welchem Level möchtest du spielen? Fair? Fies. Ich will fies. Gut, dann kann ich dir auch nicht helfen, Mann, ey. Du bist echt hilflos. Ich werde da mal die Sachen machen. Der Eingang ist da. Er ist echt enttäuscht von uns. Okay. Ah, fies ist, weil es jetzt 3 gibt, aber nur 1 davon kann das verdreifachen. Yo! Ich würde es nicht tun, aber möchte dein Gewissen nochmal ersetzen? Ich höre auf. Immer aufhören, wenn es am schönsten ist, Leute. Auch wenn ihr gerade es angefangen habt. Ich meine, wir haben unser Geld verdreifacht. Ja? Das ist mehr, als ich erwartet habe, auf jeden Fall. Na gut, ich denke, so viel gibt es jetzt nicht Neues hier in der Stadt. Ich überlege gerade, gibt es hier irgendwas? Nee, ich glaube nicht. Ansonsten muss ich später nochmal zurückkommen für die 100%, aber jetzt gerade wüsste ich nicht, was noch zu tun gäbe. Also upgraden wir unser Schwert. Und mit unserem geupgradeten Schwert haben wir auf jeden Fall neue Sachen zu tun. Und jetzt wieder mich dann vorbeischleichen? Scheint so, jetzt müssen wir exakt die gleiche Stealth-Mission nochmal machen. Schwinde! Ja. Kann wenig dauern. Das ist die exakt gleiche, wie wir sie schon kennen. Das hat sich nichts geändert. Ah, first try, ich hab's hier rüber geschafft. Ey, Feen. Ah, ich hab jetzt den Talisman nicht mitgenommen. Ja, egal, hab ich halt eine Fee, was soll's. Boing, boing, boing. Nehmen wir euch alle mit. Du.
Oh, einfach durchgeslidet. Kann man machen. So, ich bin ready für das heilige Schwert. Oder müssen wir dafür woanders lang? Ich meine, das macht man hier. Jetzt passt auf, ich bin hier komplett falsch. Das wär's jetzt. Nee, die Tür ist zugegangen. Das wird schon so richtig sein. Oh yeah! Rein damit! Ding! Das sowieso schon blau aussehende Master Sword. Das ist aber nicht das Master Sword. Jetzt sind wir umgefärbt zu einem gelben Schwert? Einem goldenen Schwert. Yeah! Wir halten durch das Windelement das weiße Schwert. Also nee, jetzt ist das Schwert der Vier. Du kannst dich jetzt vierteilen. Lädst du das Schwert mit Energie auf, indem du den Knopf gedrückt hältst und lässt ihn dann los, feuerst du einen Strahl ab, der versteinerte Menschen von dem Fluch des Hexenmeisters befreit. Wow, das Video gerade nicht. Das hat Lachen irgendwie automatisch. Oh yeah! Was zum... Holla! Weil das heilige Schwert nun vollkommen ist, hat sich eine Tür geöffnet. Vielleicht führt sie zu dem Raum, in dem das Geheimnis des Forces verborgen ist. Mike, lass uns hineingehen! Bist du dir sicher? Aber schau mal, wie cool das jetzt aussieht. Auch so ein goldenes Schwert. Oh yeah! Das haben wir uns richtig verdient. Was zum... Nanu? Dieses Bild aus Glas! Es scheint auf den Ort hinzuweisen, an dem sich das Forst befindet. Ach ja? Oh, Storytime. Vor langer, langer Zeit. Als die Welt von tiefer Dunkelheit verschlungen zu werden drohte. Was war das denn? Stiegen Minnisch vom Himmel herab, um einem Helden das goldene Licht und ein Schwert zu geben. Sind wir das? Dieser Held vertrieb die Dunkelheit mit seiner Weisheit und Tapferkeit. Nee, oder? Er hat das Master Sword in der Hand. Und brachte Frieden. Seither ehren die Menschen das Schwert. Oder ist es nicht das Master Sword? Das goldene Licht, Force, weilte lange bei der Prinzessin von Hyrule. So war das. Nicht wahr? Du bist so unglaublich naiv. Erst gibst du mir die Mütze der Wünsche und dann führst du mich her. Ich brauch euch nicht mehr. Was? Was hat Fati vor? Er will doch nicht... Ah! Jetzt weiß ich, wo das Forst verborgen ist. Er hat uns machen lassen. Damit er weiß, wo das Forst ist. Mike, mach auf, Mike! Hä? Dieser Vati hat sich in den König verwandelt, um das Forst zu suchen. Irgendwie hat er von diesem Ort erfahren, darauf gewartet, dass wir das heilige Schwert wieder schaffen. Wenn die Darstellung auf dem Glasbild stimmt, ruht das Forst in Zelda. Dieser Kerl wird bestimmt versuchen, Zelda das Forst zu entreißen. Wir dürfen nicht zulassen, dass er Zelda vom Antur mit dem Alter nicht fallen muss. Wir müssen Zati aufhalten. Entspann dich, ich hab's verstanden. Okay. Okay, mit dem Schwert können wir sie ja befreien aus dem Stein. So war das doch, ne? Okay. Okay, aber wie wir sehen können, können wir jetzt zu vier werden. Vier links, das ist die gleiche Seele. Krass, oder? Okay, ich glaube, ich sollte mal meine Runningsstiefel rausholen. Das ist... nicht mehr das Schloss, das ich kenne. Oh nein! Das ist ja... alle sind zu Stein geworden! Der Minister, die Soldaten, genau wie Zelda! Das ist offensichtlich Vatis Werk. Seine Grausamkeit kennt keine Grenzen. Mike, nun ist es Zeit, mit der Macht des Schwertes der Vier den Fluch zu brechen! Du hast recht. Nicht? Ja! Yeah. Hey, Kumpel. Ah, oh, Mike, wir sind gerettet, danke. Hier sind schreckliche Dinge passiert. Der König, der sich so merkwürdig benommen hat, war in Wirklichkeit Vati. Dam, dam, dam.
Wir wurden einer nach dem anderen von Vati versteinert und dann griffen die Monster an. Was ist nun mit diesem Schloss geschehen? Oh, was? Vati ist böse? Hätte ich gar nicht erahnt. Oh, Mike, es ist schrecklich. Vati ist mit der versteinerten Seele auf das Dach geflohen. Er führt sicher böse im Schilde. Du musst ihn aufhalten. Aufs Dach? Soll es hier schon das Finale sein, oder was? Zum Teufel soll das hier. Ich bin auch gleich fertig fürs Finale. Wir müssen noch ganz viele Herzen sammeln. Ganz viele Herzen und alles. Secrets, alles Mögliche. Lass mich einfach durch. Der richtige König von Hyrule ist hier irgendwo eingesperrt. Bitte suche, befreie ihn. Wir kommen gleich nach. Okay. Dunkles Schloss, Hyrule. Was denn das? Ist das hier wirklich das schöne Schloss Hyrule? Unglaublich. Ich hätte nicht gedacht, dass Fatis Kräfte so viel Unheil anrichten können. Aber da, immerhin hat er einen Geschmack für sein Detail hier. Ist alles schön, das mit dem Grün und dem Lila. Aber der König und Zelda sind in Gefahr. Beeil dich, Mike. Ja, ich stimme dir zu, sieht alles schick aus, aber... Klar, jetzt ist gerade nicht der Zeitpunkt dafür. Die Musik geht auch langsam ab. Wir haben keine Schlüssel. Ist alles zugemauert hier. Oh, was? Das ist jetzt wie ein Dungeon. Oh, wir können da runterfallen. Ein Tisch? Warum ist hier ein Tisch? Was zum... Hier sind Kerker. Das ist ein Minish-Portal. Der König! Können wir mich befreien oder so? Ich kann es da zumindest mal versuchen. Yeah! Nee, durch die Gittern funktioniert das nicht. Wir müssen da irgendwie durchkommen. Was hat denn dieser Tisch damit auf sich? Das... Irgendwas stimmt hier nicht. Es muss was mit dem Tisch zu tun haben. Ich bin mir sicher. Das kann doch nicht sein. Drauf springen? Nee. Hm? Da ist irgendwas faul. Können wir die killen? Nö. Aber wir können die Mauer hier wegspringen. Lass mich nur nicht treffen lassen. Hier können wir kleiner werden. Aber hilft das? Treppen können wir nicht runter. Boah, ich bin durch und durch. So bestimmt, oder? Ja, doch. So müssten wir an ihn rankommen können. An den König. Den wahren König, nicht diesen Imposter. So, und zwar... Schalter auf. Ja. Warum ist hier ein Schalter in der Zelle, der die Toren aufmacht? Ist ein bisschen unsicher, oder? Ich weiß ja nicht. Nur so eine Vermutung. Okay, König. Wachen Sie auf. Achso. Okay. Ja! Ich muss nur in seine Richtung schauen. Okay. 3, 2, 1, los! Er hat wieder Farbe im Gesicht. Ja? Oh, Mike, du hast mich also gerettet. Aus dir ist wahrlich ein Held geworden. Während ich versteinert war, sind im Schloss schlimme Dinge passiert. Ist das alles Fatis Werk? Ich bin der König und ich muss Fati besiegen. Doch kann ich gegen ihn nichts ausrichten. Mike, du hast das heilige Schwert. Du bist unsere einzige Hoffnung. Bitte rette Zelda. Mit diesem Schlüssel kommst du aus dem Verlies. Okay. Ich werde mein Bestes geben. Alter, jetzt geht die Story richtig ab. Nachdem wir endlich das heilige Schwert haben... Nee, hier war das nicht. Wo war denn die Tür? Ich weiß, wir hatten die Tür irgendwo gesehen, aber ich weiß nicht mehr, wo die war. Ach, hier ist sie. Ah, die ist fake. Das ist nicht die Tür. Die war fake. Fake. Wahrscheinlich hier, oder? Achso, ich brauche...
Man muss jetzt alle vier machen. Ja, mit dem Schwert muss man jetzt sich in alle vier verwandeln, sonst geht's nicht anders. Die Tür ist auch fake. Die Tür ist real. Die Tür war real. Ihr schon wieder. Sterben, Mann. So einen coolen Zauber-Outfits. Noch mehr. Aua. Kann ich es nicht zurückschleudern? Ich weiß es nicht. Wo ist denn lang? Hier oben vielleicht? Gibt's hier für eine Map? Ja. Ja, hier gibt's eine Map. Mehr oder weniger zumindest. Wir können denn fliehen. Du verstehst auch noch Wache? Hast du nichts mitbekommen? Er hat nichts mitbekommen. Die checken ja rein gar nichts. Okay, Freunde, ich würde mal sagen, dass wir da jetzt noch nicht weitermachen mit dem Dungeon. Ich glaube, wir dürfen jetzt extra hier... Ups. Ich glaube, wir werden jetzt extra nochmal rausgelassen, um nochmal alles zu machen, was wir vorher machen wollen, bevor wir das Spiel beenden. Zumindest meine Theorie. Was bedeutet, dass wir jetzt 100% Hunting machen. So, schauen wir doch mal. Gibt es hier noch irgendwelche Orte, wo wir was erreichen können? Ja, hier sind gleich drei. Ja, dann. Ne? Fliegen wir direkt hin. Geht das? Ja, das geht natürlich. Zum Wind mal. Ein goldener Gegner. Oh, das ist kacke. Nee, warte. Machen wir den Ort gleich. Goldener Gegner gibt sehr, sehr viel Geld. Das kann ich jetzt leider nicht haben. Das nächste Buch ist nicht zufällig jetzt gerade erhältlich geworden? Oder? Oh, man darf jetzt hier nicht mehr rein. Hier ist gefährlich. Geh schnell nach Hause. Mhm. Wieso das denn? Nee, ist nicht vorhanden. Mhm. So, ist denn jetzt hier so ein Stress, so ein Durchbruch? Was geht denn jetzt ab? Okay, warte. Schau mal auf die Map. Hier oben gibt's nichts. Hier nichts. Hier eigentlich auch nichts. Ah, ich weiß nicht, waren wir da unten schon? Ich glaube, da unten im Wald waren wir noch nicht. Ich gucke mich auf jeden Fall mal ein bisschen um und dann sehen wir uns, wenn ich Sachen finde. Oh! Hey, die sind jetzt gewachsen. Jo, der gelbe Tyrolanderblüte, das haben wir dir zu verdanken, danke. Wir wollen neue Tyrolander-Sorten züchten, dazu brauchen wir Gongolwasser. Okay, Gongolwasser dauert ein bisschen, bis ich da bin, aber ich merk's mir mal. Warte mal, war das jetzt hier? Ja, oder? Dieses Loch müsste es doch sein, oder? Oder waren wir hier schon? Haben wir das schon gemacht? Haben wir das schon gemacht? Bin ich jetzt extra hier lang gegangen? Für nichts? Ja, scheinbar. Da fällt mir ein. Hier, bei dem Bürgermeister. Hier in seiner Höhle. Können wir doch jetzt weiterkommen. Seht ihr, weil wir müssten zu viert sein, um das hier zu machen. Und das sind wir jetzt. Zack, zack, zack. Ja, 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 ja. Oder nicht? Oder geht das auch schon mit drei? Jetzt sag mir aber nicht, weil ich jetzt zu viert sein kann, habe ich das jetzt verpasst, oder? Nein. Nee, okay. Also das kann man auch mit drei Leuten schon machen. Wusste ich nicht. Ist aber auch nicht schlimm, dann machen wir es halt jetzt. Okay, das hat jetzt nur geholfen, dass hier der Weg frei ist. Unten irgendwo in der Stadt müsste es nochmal so einen Ort geben. So eine Höhle oder so. Oh Gott, jetzt bin ich wieder hier. Hm? Ist das da, wo ich meine, wo das wäre? Und, sag mir nicht, das ist da, wo ich glaube, wo es ist. Doch, doch, genau hier ist es. Hm. Weiß ich jetzt auch nicht genau. Ich glaube, da muss ich mich auf jeden Fall noch mal ein bisschen schlau machen, wo es denn jetzt genau weitergeht. Muss ich jetzt zum Schloss? Oder ist jetzt der Zeitpunkt angekommen, wo ich sage, jetzt wird erstmal 100% gefahren, bevor wir das Finale machen. Oh, das könnte hier drinne sein, oder? Ist die Höhle vielleicht damit gemeint? Zeig mal, wir können ja jetzt schwimmen.
ja, okay. Wollte eigentlich Geld verlieren, aber was soll's. Aha. Ich kann ihn greifen. Doom? Doom? Langsam kann ich nicht mehr. Oh Gott, das ist so schwer. Können wir den da runterschmeißen? Nee, können wir nicht. Okay. Ach nee, das muss da jetzt runter. Das kann ich doch bestimmt noch mal zur Seite schieben, oder? Bestimmt ist hier ein Herzteil drin. Warte mal, schieb das mal weg. Und jetzt schieb ihn da runter. Und jetzt? Ich bin reich. Warum bin ich reich?